Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt Holz abladen und verkaufen. Ich habe das Ding aktiviert, diese Global Company Markt. Ich muss das bei mir Programm extra mal aktivieren. Hoffentlich hat es geklappt. Dann geht's, und wenn nicht, habe ich ein Problem. Weil das mir Programm mag es nicht. So, wir haben Geld auf Konto. Die Lenkung, ja genau. Jetzt wusste ich, was ich wollte. Lenkung aktivieren. Das heißt, den Augenblick. Ne, fahren wir mal rüber. Egal. Und schauen wir später. Ja, wir haben immer noch Regen. Leider. Durchfahren. Ja, müssen wir die Nacht schnell wieder unten kriegen. Wenn wir gleich mal die Schulden zurückzahlen. Fahren wir gar nicht hoch, wir fahren mal Holz hoch. Im Wald. Direkt zum Markt. Mal schauen mal, was hier funktioniert. Ob wir mit Ära was machen können. Die gleiche Meldung kommt. So, mal Hilfe. Ära. Ja. Start geht bei mir nicht, leider. Jedenfalls ist es unmöglich. Das ist schlecht. Aber gut. Muss ich mal schauen nach der Folge. So, hier ist mittlerweile alles Gras weg. Haben wir Tiere und Futter. Ja, Wetter. Also, naja. Aber dann wird es trocken. Für ein, zwei Tage. Tiere. Wir haben bekommen Nachwuchs. Also haben Nachwuchs gekriegt. Ein männliches Tier und Rest weiblich, was ich sehen kann. Da oben sind nochmal zwei weibliche. Drei weibliche. Ansonsten haben wir im Grunde nicht. 101. Hey, Gülle, Mist. Da passt noch alles soweit. Genug Futter. So, hier brauchen wir Mischration und ja, Stroh. Der LKW ist hier vorne und immer gleich Milch verkaufen. Gehen wir gleich auf 60, damit wir sehen können. Ne? Müsste ja bald hell werden normalerweise. Müsste man das dann geht das Bild weg, das ist doof. Möchte ich nicht. Einzige, was ich machen könnte nachher, wenn ich die Aufnahme beendet habe, dass wir da das kann hier bleiben, der Holzanhänger. Den brauchen wir jetzt hier nicht. Hier runter, ne, wo die Straße ist, ne? Bisschen breit geworden. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen anpassen. Bei Gelegenheit. So, normalerweise Anhänger hier drin für Wasser. Für Milch. Würde auf Wasser gehen, ne? Ja, dann irgendwann die Lenkung aktivieren, ne? So, machen wir aufladen. Oh, das gibt's ja gar nicht.
Ja. Das ist leider immer das gleiche Problem. Das Lenkrad, wenn ich so ein Spiel starte, schaltet das im Prinzip ab. Das ist persönlich immer blöd. Hunderttausend, da kann man ja bestimmt dreimal fahren. Mindestens dreimal. Gut, das ist wenigstens hell, ne? Können wir auch normal gehen? Fünf und ist trocken. Wahnsinn. Aber abwarten, was denn da kommt, ne? Da wird ja normal Regen, also. So, kurz Lenkrad auf. Sollte nicht gleich funktionieren. Sobald die Mechanik läuft, funktioniert. Ja. Gut. Ja, dann fahren wir hier kaufen, mal sehen, wo wir den besten Preis kriegen. $1600 beim Viehhandel. Bei der grünen Säule. Da fahren wir jetzt hin. Jo. Milch verkaufen. Die wir ordentlich Geld mit der Kühe zur Zeit. Bei Gelegenheit nochmal die Kälber umstallen, aber das ist nicht so wichtig, das ist nicht so tragisch. Das kann ich immer noch machen. Bald trocken ist mit der Ernte beginnen. Weizen fangen wir erst an. Und dann müssen wir gleich Kurs einfahren für Stroh. Das Lager fahren. Müsste man gleich noch machen, ne? Nehmen wir einen Traktor mit Pflegereifung nehmen und dann gleich einen Kurs da einfahren. Sonst können wir ja nicht ins Feld reinfahren. Ich gehe mal auf 1 Geschwindigkeit. Dann schaffen wir heute auch was. Ist immerhin später Sommer. Wir sollten mit die Ernte wohl abschließen. Ich hoffe, die Musik ist zu hören. Bleibt mal schon, ne? Also ich muss zu hören sein und wenn es geht, der Zaun von der Maschine. Musik wäre nicht ganz so tragisch. Nur blöd wäre, wenn es zu laut wäre, ne? Nichts für große Fahrzeuge hier. Oh. Nichts für Cosplay. Ja, Musik. Könnte sein, dass so leise ist. Das kann täuschen. So, vielleicht schon zurückbezahlen. So. Schuldenfrei. Oh, schönes Geld. Passt so wie Holz. Machen wir aus. Stört. Leicht. Also ich kann Musik hören.
Steuerung bei OBS ein bisschen anders, leider. Müsste ich jetzt, nee, das geht ja gar nicht. Eine extra Spur machen, dann könnte man es hören, ne? Aber. Müsste ich mal probieren, wie das rüberziehen kann am Rechner. Und da den Player starten. Müsste eigentlich gehen. Und dann kann man da separat das einstellen. Wir werden mal gleich den Kurs einfahren für Stroh. Der Führungskurs. Das ist ganz wichtig. Wir haben aktuell nur ein Feld. Ein zweites Feld kaufen sehe ich nicht so, weil das Geld fehlt. Verschulden will ich mir auch nicht groß. Stellen wir hier mal ab. Wir können nämlich mal verkaufen. Die wird ja hier nicht sauer, ne? So, nehmen wir einen Traktor mit Pflegebereifung und dann geht das schon. So, jetzt müssen wir eigentlich Musik hören können. Müsste eigentlich, aber es ist immer unterschiedlich, Titel zu Titel. Jetzt fahren wir mal raus vom Feld. Bleibt schnell. Tank ist voll, ja. Ich will noch stehen bleiben unterwegs. Oh, Sonnenblumen. Ist schon so weit. Puh. Naja, wird noch nicht reif sein, aber es gibt Zeit auf jeden Fall. Muss ich ja morgen ernten. Das sollte alles schnell gehen normalerweise. Unseren großen Schneidwerk. Mit 15 km/h, das ist ja so ein Original Steintisch mit Sonnenblumen. Aber sehen wir uns sehen, wie wir es hinkriegen mit dem globalen Markt hier. Mit der externen Software. Wir brauchen ja eine Verbindung zum Server irgendwo. Und dann kann ich darüber entsprechend einkaufen, wenn vorher was ein anderer verkauft hat. Und umgekehrt kann ich das da verkaufen. Und einer kann das darum wiederum kaufen. Also wenn da es viel Strom geben würde für einen günstigen Preis, kann man sich da auch Strom kaufen, ne? Sogar lose im Extremfall. Genauso gut könnte ich da jetzt auch Milch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Der nächste kauft dann irgendwo ein. Aber mein Antivirensoftware sagt aktuell, ist nicht. Das kann man, glaube ich, Gras mähen, das können wir auch machen. Das kommt auf einmal, das ist schlecht. Aber Gras muss warten. Erstmal das Wichtige, dass wir das Getreide reinkriegen und den Raps. Überladewagen ist hier, wie gesagt, habe ich schon gesagt. Getreide ist links. Und hier ist Soja. Aber der wird auch nicht reif sein, der wird morgen reif sein normalerweise. Also muss man nicht gucken hier. Wir müssen so warten, bis es trocken ist. Aber Soja soll kein Problem darstellen, weil Soja ist ja eigentlich von der Menge her nicht so groß. Für mich ist mal wichtig, dass wir Weizen reinkriegen. Weizen zuerst und dann mit Stroh. Muss ich mal schauen. Weil die müssen ja genauso fahren wie jetzt der andere Kurs Verkauf, sonst haben wir ein Problem mit der Zeit, mit den ganzen Anführungszeichen ungünstig. So, das müsste ein bisschen weiter reinfahren, also vorne.
Achso, schon angezeigt. Aha, okay. Ich dachte, das wäre nicht angezeigt. Das wäre schlecht. Jetzt die Straße fahren. Da die Straßen ziemlich schmal sind, ist es ungünstig, wenn wir jetzt die Straße zurückfahren würden und der andere für Getreide oder Raps oder Soja würde auch hier lang fahren. Und wenn die sich beide entgegenkommen, ist es ungünstig, ne? Dann müsste ich jedes Mal eingreifen. So, der meldet jetzt bewölkt an vom Wetter her und Vorhersage noch keine neue. Bis jetzt. Also solange es so nass ist, brauchen wir eh nicht anfangen mit der Ernte, aber dann muss es ja losgehen. Vielleicht müssen wir noch ein Fahrzeug kaufen für zumindest einen Hänger. Hänger können wir nehmen zur Not bei den Tieren, ne? Und die Folge war zu Ende. Schlecht. Die Runde fahren wir noch ein. So. Einfahren, so, das dauert nicht lange. Naja, gut, lange. Dann müssen wir zurück zum Hof, ne? Dann gleich wieder links. Aber Geschwindigkeit 1 hat den Vorteil, dass wir da ruhig keine Probleme haben werden. Und hier nach links. Bei vier Händler vorbei und dann Richtung Hof. Da können wir den Fan fahren lassen, natürlich, der fährt 60 km/h oder den anderen. Den GTB, der fährt rund 70 km/h. Sind ziemlich zügig und dann können auch beide im Prinzip Stroh fahren. Also man halt einen ein Stück weiter vorfahren lassen und anderen halt hinterher. Ne? Dass wir relativ zügig den Stroh ins Lager kriegen. Lager müssen wir dringend dann. Ja. Vom Lager können wir so Dings fahren, so ein Misch vor der Fabrik. Wir gehen nachmittags noch die Kühe füttern, also sobald es hier trocken ist, muss die Ernte beginnen. Und nebenbei irgendwie noch die Kühe versorgen, zumindest mit Mischfutter. Stroh wäre nicht ganz so wichtig, wenn das nicht drin ist. Denn noch haben sie ja Futter und Stroh, aber sobald das knapp wird, zumindest Futter wäre schlecht. Beim Stroh. Ja, gut, nichts als Gülle, ne? So, rechts vorbei. Mir persönlich ist Autodrive zu kompliziert, weil ich die Kurse da einfahren muss komplett. Dann sind die Straßen hier zu eng. Das heißt, ich muss hier viel mit Einbahnstraßen arbeiten. Hier ja zwar nicht, aber spätestens da bei den vier Händlern wird es eng, ne? Oder vorne lang fahren wir bei einem anderen großen Händler vorbeifahren. Ist auch ziemlich weit für Outdrive. Also das irgendwie. Hab's ja probiert. Ja, zum Fahrzeug in der A nach B stecken ist gut. Und abfahren auf dem Feld, ich weiß nicht genau. Aber da braucht man zu lange. Den Augenblick, wo der abfährt und nicht weiterfahren kann, weil er so einen weiten Weg fährt, ist es schlecht. Da musst du mindestens zwei, drei Fahrzeuge haben hier. Ständig einer wartet und der Rascher arbeiten kann, dann hast du ein Problem.
So, jetzt fahren wir zum Hof über den, ja, unseren Lager durch. Abkipppunkt. So, hier müssen wir mal schauen, dass wir die Sprungschanze vermeiden. Müssen wir mal bei Gelegenheit wieder mal angleichen. Und dran denke, oder andere Stück im Weg. Ja gut, müssen wir irgendwie so dran denken, dass ein Hänger dran sein könnte. Wenn wir mit dem Hänger fahren können, wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Vom Gefühl her. So, und hier, ja gut, müssen wir halt sehen, dass wir hier vorbeikommen. Aber wir fahren den ja weg, das ist ein bisschen besser. So, und hier geht es an der Tanke vorbei. Dann kann er notfalls auch voll tanken. Notfalls. Hier ist gut, keine Einbrüche bei FPS und so. Erstaunlich eigentlich, dass so ist. Und sonst meistens für Einbrüche gibt. Aber das passt schon. Wenn alles klappt, werde ich das Ding hier mal umbauen, meinen kleinen Bereich. Ein bisschen optimieren, umbauen und dann mal schauen, dass es ein bisschen besser läuft. Dass ich mehr Platz habe. Die ganzen Kabel neu verlegen und naja. Den ganzen Schreibtisch. Dass ich hinterher besser an mein Fenster rankomme zum Aufmachen. Denn jetzt wird der bald heiß werden, ne? Ende April kann schon mal richtig warm werden. Das ist nämlich ganz typisch. Kühl starten und dann zum Schluss fast die Sommer. Am meisten gibt es dann im Mai einen kleinen Dämpfer. Temperaturmäßig her. So, ist immer noch so nass. Das ist ganz gut, in Anführungszeichen. Dann noch sind wir nicht so weit. So. Also ein Fahrzeug ist ja ein Überladewagen dran, also ein Fendt. Dann müssen wir den anderen Fahrzeug nehmen für Strom. Den BTW. Oder notfalls auch diesen hier Traktor umrüsten auf Normalbereifung, Standard oder Breitreifen, dann kann man den auch nehmen, ne? Für Abfahren mit Getreide und so. Wenn man halt E2 Fahrzeuge fahren lassen, dann geht das auch. Das ist ein Vorteil von einem Traktor, der kann alles fahren, ne? Anhängermäßig. Am LKW sind beschränkt. So, sind wir da? Am Feld. Angekommen. Jetzt haben wir hier wieder auf. Pflegebereifung. So, hier ein bisschen Einbrüche, FPS, normal, Feld, Frucht. So, liebe Schauer, jetzt beenden wir den Kurs. Liebe Schauer, das soll es halt für heute gewesen sein. Sag mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, man sieht sich dann wieder vielleicht. Live, wenn ihr möchtet, zur nächsten Folge. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.